Hallo ihr Lieben, ich bin Amelie Rose und heute geht es um das Spielverhalten von Katzen. Und zwar in zwei verschiedenen Punkten. Auf der einen Seite werden wir heute darüber sprechen, wie die verschiedenen Altersgruppen spielen. Wie solltest du mit einer Katze spielen, die gerade bei dir einzieht? Und wie bekommt man aktive, quirlige Kitten müde gespielt? Also die Kitten, die scheinbar nicht genug toben können. Und wir klären auch die Frage, wie man mit älteren Seniorenkatzen spielt, beziehungsweise mit Katzen, die einfach nicht mehr richtig fit sind, vielleicht körperlich eingeschränkt sind oder an sich nicht so die Spielmäuse sind. Außerdem klären wir heute auch die Frage, ob eure Katze spielen möchte oder aggressiv ist. Euch gegenüber, aber auch im Spielverhalten mit den anderen Katzen und vor allem, was ihr dagegen tun könnt. Alle Tipps bekommt ihr nach dem Intro. Viel Spaß beim Video. Wir starten mit der Frage, warum das Spielen mit einer Katze so wichtig ist. Dann kläre ich euch auf, wie die verschiedenen Altersgruppen am liebsten spielen und worauf ihr in welchem Alter achten solltet. Wann ist es gut, eine Katze zu erziehen und wie spielt man eigentlich mit einer alten Krankenkatze? Und wenn ich hier von müde spielen rede, bedeutet das, dass die Katze ausgepowert ist. Sie wird sich in dem Fall also seitlich hinlegen und einfach versuchen, zur Ruhe zu kommen. Wenn deine Katze also regelmäßig nach Spielrunden hechelt, einen extrem hohen Herzschlag hat und einfach nur schnaubt und Atemprobleme hat, ist sie nicht müde gespielt, sondern hat gesundheitliche Probleme. Lass das bitte von einem Tierarzt abchecken. Und wenn du eine sehr übermütige kleine Katze hast, das werden die Bengalbesitzer unter euch wahrscheinlich kennen, dann versuch diese überschüssige Energie in ruhigere Spielrichtungen zu leiten, dass deine Katze nicht permanent rennt, sondern vielleicht eine Angel hinterher schaut oder vielleicht einen Snack in der Wohnung sucht. Dazu aber später mehr. Das tägliche Spielen mit der Katze ist besonders wichtig und meiner Meinung nach einer der wichtigsten Faktoren im Katzenhaushalt. Denn hier werden geistige und körperliche Fähigkeiten gefordert und gefördert. Stress wird abgebaut und instinktives Jagdverhalten wird geübt. Das heißt, die Energie, die die Katze so oder so für den Tag hat, wird hier ganz natürlich rausgelassen. Weiterhin stärkt ihr eure Bindung zu eurer Katze. Außerdem ist gerade Langeweile im Katzenhaushalt ein sehr großes und sehr häufig aufkommendes Problem. Das führt nicht nur dazu, dass die Katze Depressionen bekommen kann, einsam ist, traurig ist oder es zu Fettleibigkeit führen kann. Schlimmer noch, geistige und körperliche Unterbeschäftigung kann zu Problemen in eurem Haushalt führen, was zu einer Katze, die zum Beispiel unrein wird, weil sie sich unwohl fühlt, führen kann, oder zu einer aggressiven Katze führen kann, die buchstäblich mit Gewalt deine Aufmerksamkeit sucht. Du siehst, das Spiel mit der Katze tut nicht nur der Katze gut und macht extrem viel Spaß, sondern ist eine sehr schöne und subtile Problemlösung für sehr viele Probleme im Katzenhaushalt. Wenn es um das richtige Spielen mit der Katze geht, müssen wir uns auch das Alter der Katze anschauen. Beginnen wir mit den Kitten, also mit einem Tier, was gerade frisch bei dir eingezogen ist oder in der Anfangszeit sich befindet. Da haben wir in den meisten Fällen ein eher ängstliches Kätzchen. Hier kann man sich ganz langsam rantasten, wie man mit der Katze spielt. Achte darauf, nicht hektisch zu werden, also nicht aufzuspringen, nach der Katze zu greifen oder sich umzudrehen, um nach einer Spielangel zu greifen. Schau, dass du beim Spielen deine Hände nicht benutzt. In diesem Alter ist das wichtig, weil die Katze eh Angst vor dir hat und deine Hände nicht so sehr mag. Nutze hier lieber Spielangeln, die länger sind, um eine größere Distanz zwischen dir und der Katze zu schaffen. Vermeide auch Spielangeln mit Glöckchen oder anderen Sachen, die Geräusche von sich geben und dein Kätzchen erschrecken.
Probier einfach immer wieder, deine Katze zum Spielen zu ermutigen. Viele Katzen verstecken sich noch unter der Couch oder sind generell ein wenig vorsichtiger. Ich habe hier sehr gerne mit einem Seil gespielt, um eben die gewisse Distanz zu wahren. Und meine Katze war so neugierig und so interessiert am Spiel, dass sie jedes Mal rausgesprungen ist, mit dem Seil gespielt hat und dann gemerkt hat, ups, ich bin nicht versteckt, und wieder zurück sich versteckt hat. Gib in dieser Phase deiner Katze wirklich genug Zeit, sodass sie lernt, dass Spielen toll ist und sie nicht automatisch hochgegrapscht oder gekuschelt wird. Und auch wichtig, es ist bereits ein Spielerfolg, wenn die Katze einfach nur neugierig dem Spielzeug hinterher schaut und vielleicht noch nicht mutig genug ist, rauszukommen. Kommen wir nun zu den jungen Katzen, die extrem verspielt sind. Denn das ist ein ganz natürliches Verhalten. Jetzt wird sehr, sehr viel gelernt. Kätzchen lernen sich untereinander zu beweisen, ihre Jagdfähigkeiten zu verbessern und haben extrem viel Energie, die raus muss. Aber das wird weniger. Die meisten Katzen sind ab dem ersten Lebensjahr vollkommen ausgewachsen. Bei Maine Coon oder Bengalkatzen geht das ein paar Jahre länger. Aber dann werden die Tiere deutlich ruhiger. Meidet im Idealfall generell mit euren Händen zu spielen, nutzt lieber Spielangeln. Denn eure Katze wird nicht verstehen, wann sie eure Hände im Spiel angreifen darf und wann nicht. Und Katzen lernen in dieser Zeit erst, wie feste sie beißen oder angreifen dürfen, um uns nicht zu verletzen. Das kann schon wehtun. Sollte eure Katze aber übermütig werden im Spiel, dann gewöhnt euch so schnell wie möglich ein Signalwort bei, das ihr immer benutzt. Am besten nein. Wenn eure Katze euch dann angreift, weil Katzen in dem Alter einfach ihre Grenzen austesten und sich auch unter ihren Geschwistern beweisen und dominieren, dann sagt ihr einfach nein. Am besten hört ihr auch auf zu spielen, damit eure Katze wirklich versteht, dass das Wort nein eine Konsequenz mit sich bringt. Wenn die Katze euch gegenüber immer noch aggressiv bleibt, dann steht ihr auf, verlasst den Raum und schließt die Tür hinter euch. Kommt erst nach ein paar Minütchen wieder zurück, wenn die Katze aufgehört hat zu miauen. Wenn ihr direkt nachdem die Katze aufhört zu miauen reinkommt, wird eure Katze lernen, wenn sie nach euch miaut, kommt ihr. Dann habt ihr eine Katze, die euch nachts weckt. Also ein paar Minütchen warten, wenn sich alles beruhigt hat, zurückkommen. Und das mag grob klingen, ist aber sehr, sehr wichtig, denn auch Kätzchen untereinander werden ziemlich schroff zurechtgewiesen, wenn sie zu grob miteinander spielen. Hier könnt ihr eurer Katze auch eine Routine beibringen. Das ist besonders wichtig, denn im Alter ist es ein wenig schwerer, eine faule Katze zum Spielen zu animieren. Ich empfehle da jedem eine Morgenspielroutine und eine Abendspielroutine. Beides erkläre ich genauer in diesen beiden Videos. Perfekt für Leute, deren Katzen nachts nicht durchschlafen. Pflichtprogramm. Wichtig, in einige Sachen müssen Katzen erst wachsen. Zum Beispiel Fummelbretter sind für kleine Kätzchen noch ein wenig kompliziert. Führt sie trotzdem langsam ran, dann habt ihr es später leichter. Ähnlich ist es auch mit Baldrian- oder Katzenminze-Spielsachen. Das wird eher für etwas ältere Katzen interessant. Probiert es also in ein paar Monaten nochmal aus. Bei Kleinkätzchen ist Vorsicht geboten. Es gibt eben Katzen, die sehr gerne Haargummis hinterherjagen, und diese können später verschluckt werden, was nicht sehr gut für die Gesundheit der Katze ist und meistens mit Operationen endet. Ihr merkt, Katzen können in dem Alter noch nicht genau unterscheiden zwischen wirklichem Jagen und Spielen und werden ihre Beute, also das Spielzeug, auffressen. Lieber wegräumen. Wenn ihr eine erwachsene Katze habt, werdet ihr mittlerweile schon herausgefunden haben, wie sie am liebsten spielt, wann sie am liebsten spielt, was die liebsten Spielsachen sind. Deswegen skippe ich den Part. Solltet ihr hier aber trotzdem eine Katze haben, die nicht so leicht zu motivieren wird, schaut euch das restliche Video an. Dort findet ihr alle wichtigen Tipps, die ihr direkt umsetzen könnt. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, in diesem Video geht es eher um die verschiedenen Altersgruppen beim Spielen. Es gibt aber noch einen weiteren sehr wichtigen Faktor, und zwar den Spieltypen deiner Katze. Da gibt es vier verschiedene plus Mischtypen, und zwar den Jäger oder den Lauerer.
genauso wie den Vogelfänger und den Mäusejäger. Und was das genau bedeutet, habe ich euch in diesem Video erklärt. Ich verlinke es euch sehr gerne im Anschluss. Denn wenn ihr verstanden habt, welchen Spieltypen eure Katze hat, und ja, jede eurer Katze kann einen anderen Spieltypen haben, werdet ihr ab jetzt richtig mit eurer Katze spielen und keine Langeweile mehr zu Hause haben. Denn oftmals können wir unsere Katze nicht zum Spielen motivieren, weil wir die falsche Spielmethode benutzen. Wie gesagt, schaut euch das Video sehr gerne im Anschluss an. Dann haben wir die Seniorenkatzen und auch die wollen spielen. Schaut, dass ihr eure Katze körperlich und geistig fördert, auf dem Level, auf dem sich eure Katze bewegt. Wenn eure Katze also gesundheitliche Einschränkungen hat, dann versucht vielleicht nicht mehr mit ihr, den Kratzbaum hoch und runter zu toben. Im Abschluss verlinke ich euch ein Video, woran ihr erkennt, ob eure Katze alt ist. Denn dann fangen schon ein paar Körperfunktionen an, nicht mehr so gut zu funktionieren. Die Katze als Jäger kann das aber sehr gut verstecken. Damit du eine Seniorenkatze nicht überforderst, einfach weil du nicht gemerkt hast, dass sie schon alt ist, schau dir das Video im Anschluss sehr gerne an. In der Zeit solltest du aber viel Geduld und Zeit mitbringen, denn die Katze ist einfach nicht mehr so aktiv und braucht ein wenig länger, um motiviert zu werden. Schau auch, dass du ruhiger und entspannter mit der Katze spielst. Vielleicht eher Sachen, wo die Katze Snacks sucht, Fummelbretter oder Suchlabyrinthe in der Wohnung. Man kann beginnen, mit der Katze zu klickern oder eher so Versteck- und Lauerspielchen, also die Spielangel hinter irgendetwas bewegen, sodass die Katze nur kleine Sprünge zu der Angel machen muss. Spiel oder Kampf? Egal, ob eure Katze mit euch spielt oder Katzen untereinander spielen, kommt manchmal die Frage auf, spielt die Katze oder kämpft sie? Gerade jüngere Katzen sind in großer Rauflaune, weil sie sich untereinander beweisen und auch ihre Stellung im Haushalt versuchen zu finden. Es kann also sein, dass deine kleine Katze grob und ruppig ist, weil sie versucht, dich zu dominieren. Hier sind wir wieder bei dem Nein, aufhören zu spielen oder ähnliches, wenn es zu grob wird. Du erkennst aber den Unterschied, ob deine Katze spielt, wo halt auch solche Machtkämpfe dazugehören, oder es ein aggressives Kämpfen ist, an dem Verhalten. Wird gefaucht, geknurrt oder jault eine der Katzen vielleicht auf, dann ist das definitiv kein Spaß mehr. Schau dir auch die Körperhaltung an. Eine aggressive Katze hat die Ohren angelehnt, hat eine generell sehr steife Körperhaltung, vielleicht sind die Haare aufgespreizt und das Schwänzchen wedelt wild hin und her. Wenn deine Katze dir gegenüber so auftritt, versuch ihr eine Rückzugsmöglichkeit zu geben. Geh weg, berühre deine Katze nicht und hör auf zu spielen, bis deine Katze sich beruhigt. Es kann aber sein, dass gerade kleine Kätzchen beim Spielen plüschig werden, also ihr Schwänzchen so wird und sie aussehen wie so eine Fellkugel. Wenn du aber merkst, dass sie einfach wild rumhüpfen und gerade glücklich sind, dann ist das kein Zeichen von Aggression, sondern Katzen üben das Jagdverhalten im Spiel, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe. Sie versuchen sich durch das Aufplustern größer zu machen. Das ist später eine Angriffshaltung, aber gerade kleine Kätzchen trainieren auch das. Also wie wirklich größer, und das passiert instinktiv. Wenn deine Katze beim Spielen also voller Erregung auf einmal plüschig wird und ein plüschiges Schwänzchen bekommt, dann ist das in dem Fall kein schlechtes Zeichen. Du kannst aber auch auf Blickkontakt achten. Eine Katze, die dir ohne zu unterbrechen in die Augen starrt, hat nichts Gutes im Sinn. Denn das ist bei Katzen eine Drohgebärde. Versuche das selbst zu meiden, indem du hin und wieder wegschaust oder langsam zublinzelst. Übrigens, wenn Katzen untereinander spielen und eine davon sich anfängt zu putzen, dann zeigt die Katze, die putzt, dass sie nicht aggressiv ist. Denn auch bei Katzen untereinander gibt es manchmal Fehlkommunikation. Und eine Katze, die sich putzt, ist alles andere als aggressiv. Deswegen putzen sich Katzen manchmal, um der anderen zu zeigen, ich bin nicht aggressiv, guck, ich guck dich nicht mal an, ich putze mich. Ich kann dich gar nicht angreifen, ich bin mit mir beschäftigt. Aber häufiges Putzen ist auch ein Stresssymbol. Wenn deine Katze also genervt oder gestresst ihr Rücken zuckt und sie sich dann anfängt zu putzen, dann ist sie mit irgendwelchen Reizen überfordert.
Und falls ihr euch jetzt fragt, ob ihr dazwischen gehen solltet, wenn zwei Katzen sich untereinander kabbeln, dann solltet ihr den Katzen wirklich die Möglichkeit geben, das untereinander auszutragen. Und nur einzugreifen, wenn eine Katze keine Möglichkeiten hat, auszuweichen und keine eigenen Ruheorte findet oder immer wieder eine Katze untergebuttert wird. Da solltet ihr euch überlegen, wie ihr das umlenken könnt. Muss eine der Katzen kastriert werden? Braucht ihr eine größere Wohnung? Braucht eine der Katzen mehr Spieleinheiten oder vielleicht eine weitere Katze? Was könnte der Grund sein? Und dann müsst ihr auf euren Fall bezogen schauen, was der Grund sein könnte und wie ihr das löst. Viele von euch haben mir übrigens auch geschrieben, dass nach einer Kastration die Katzen sich untereinander nicht mehr so richtig verstehen und es mehr Kabbeleien gibt. Auch das legt sich mit der Zeit. Katzen sind eben Tiere und verhalten sich instinktiv. Auch diese Kabbeleien und Streitigkeiten, wenn sie eben nicht permanent sind, sind normal, um eine gewisse Rangordnung zu finden. Das pendelt sich im Idealfall alles wieder ein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet viele schöne Tipps mitnehmen und demnächst in die Tat umsetzen. Und wie versprochen gibt es jetzt noch meine Videoempfehlung, die perfekt zu dem Spielverhalten mit der Katze passen, um das alles abzurunden. Klickt auf das Bild unten rechts, wenn ihr lernen wollt, was für ein Spieltypen ihr zu Hause habt. Und somit auch lernen wollt, wie ihr richtig mit eurer Katze spielt. Wenn ihr unten links auf das Bild klickt, erfahrt ihr, wie die artgerechte Katzenhaltung aussieht, denn auch das kann Grund sein, warum eine Katze nicht so richtig spielen möchte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Übrigens, ab jetzt poste ich dienstags, donnerstags und sonntags. Schaut also sehr gerne vorbei. Bis dann, tschüss!